Hey Freunde, willkommen zurück zum Hüliersee. Ja, schön idyllisch ist hier. Im letzten Mal habe ich ein bisschen verkackt, ihr wisst's. Aber, naja, ich versuche einfach weiter, ne? Jetzt erstmal hier machen wir das Hühnchen-Minispiel. Ich muss dann irgendwie einfach, ja, Skulltura und was auch immer ich da beim letzten Mal gesucht habe, muss ich alles nochmal neu versuchen. Aber jetzt erstmal mit der Kanone von dem ollen Tobi hier nach oben und dann mache ich mal das Hühnchen-Minigame. Habe ich ja noch gar nicht gemacht, aber das ist so scheiße, ja. Da kann ich so leicht irgendwie Mist bauen und Kacke fliegen und ach, keine Ahnung. Er lacht da voll so. Ich habe schon Angst, Leute. Ich habe schon richtig Angst. Und wenn das geschafft ist, dann heule ich hier am Hüliersee noch einmal. Denn hier ist noch so ein Heulstein. Ein Heulstein, oh. Und dann geht's ab in die Hyrule City. Denn da ist noch eine coole Quest zu machen. Oh ja. Oh, hereinspazieren. Ja, bist du bereit für den irren Hühnerflug? Ja, mein großer Freund. Willst du nicht mal? Schnapp den Huhn. Oh, du kleines Chicken Wing. So. Ich würde ja nicht hier gleich runterschubsen. So, wo fliegen wir denn jetzt lang? So, hier ist eine Strecke. Dann kommt man da gezielt darauf. Und dann das ist ein bisschen doof. Und hier kann man... Ja, ich fliege einfach mal die Strecke. Ach, das wird ja sowieso nicht, ey. Oh, ich hasse dieses Minispiel. Ja, ich fliege jetzt hier einfach lang. Ihr seht ja. Ich weiß ja nicht mehr. Ne, ich weiß echt ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht. So. Ich hole mir jetzt noch den. Fliege jetzt aber mal einen Kreis hier. So. Jetzt sieht das doch schon, oder? Ja, ich hab's geschafft, wie geil. So, jetzt aber hier, zack. Was haben wir hier? Oh, 100 Rubine, geil, alles wieder drinne. So, jetzt muss ich das irgendwie so machen. Oh, verdammt. Jetzt muss ich, kann man... Oh, scheiße. Ich will jetzt nicht, ich will diese Kiste da, ja, ihr wisstet. So, und... Jetzt. Ja. Oh, gut, knapp. Knapp, aber ich hab's geschafft. Und hier müsste das Herzteil sein. Yeah, geil, das Herzteil vom Hüliersee. So, und jetzt ganz vorsichtig wieder. Ich will nichts falsch machen. Zack, mal schön fallen lassen. So, hier ist noch ein Megaschatz. Und hier haben wir... Ah, normalerweise sind hier, glaube ich, ein Fuffi-Rubine, 50 Rubine drin. Aber jetzt haben wir einen Hühnchenstempel. Cool. Dann haben wir noch zwei kleinere Kisten. Da kann ich jetzt aber schon runterjumpen. Oh Mann, ey. Noch ein Zwacken. Ach geil, der hat sich jetzt wieder drin. Und hier haben wir noch nochmal 10 Rubine. Ja, und an sich ist ja hier jetzt ein Geist drauf nachts. Toll, kann ich nicht kriegen. Und dann ist, ja, da ist ja auch noch ein Geist drauf gewesen. Da muss ich dann wahrscheinlich runterfliegen. Bis dahin nur einfach nur irgendwie einfach eine Drehung machen und dann dahin, war. Hm. Naja, okay, bis jetzt hat es auch schon mal gut geklappt. Bin froh, dass ich zumindest das Schwerste gekriegt habe. Gut, also tatsächlich sogar die Rubine da oben, die 100 Rubine, krass. Das Wichtigste war aber das Herzteil, was ich jetzt wollte. Das habe ich bekommen, da bin ich froh drüber. Oh, wie cool das hier alles aussieht und so schön idyllisch und ruhig und friedlich, der See. Ach, schön. Ich erinnere mich, war nicht irgendwie hier an der Hylia, also hier am Hyliasee irgendwie so eine Höhle, wo man mit der privaten Angel... mit seiner eigenen Angelroute irgendwie auch Hyrule-Grundeln angeln konnte? Bin mir gerade nicht sicher. Hm. So, hier ist jetzt erstmal nochmal so ein Heulstein. Zack, zum Wolfo werden. Und dann heulen wir einmal. Oh, was? Yeah! Nice! Aber was war denn das für ein Song? Der kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor. Ich weiß ja nicht. Hm. Ja, echt keine Ahnung. Hm.
An sich kommt es irgendwie total mega bekannt vor, aber irgendwie auch wieder gar nicht. Ich weiß jetzt echt nicht, was das ist. Egal. So, wo ist er jetzt? Also wir haben jetzt zwei offene Wölfe sozusagen zum Anquatschen. So, der ist... was? Wo bist du denn? Aber voll in der Nähe von uns. Gut, ja, vielleicht finden wir den irgendwann mal. Ansonsten glaube ich, dass hier irgendwo... Aha. Was haben wir hier, hä? Ich glaube sogar, das war die Höhle. Ganz schnell. Oh, Schild. Aha. Chill mal. Zack. Ich habe so viele Bomben, ich kann ja hier wirklich einfach rumballern, wie ich will. Stirbt ihr Typis. Ja, irgendwie wollen die gerade nicht. Kann ich sie nicht mit dem Greifhaken einfach rausfischen? Was? Stirb! Oder kann ich es mir nicht einfach leicht machen? Ja, warum mache ich es nicht gleich so? Ich kann doch einfach den hier machen. Voll die Bomben verschwendet. Ja, ich glaube, hier gibt es erstmal einen Schatz jetzt, ja? Ein Schatz. Und war das hier nicht die Höhle, wo diese Hyrule-Grundels waren? Erstmal jump ich hier mal rein. Und dann angeln wir hier einfach mal. Einfach so. Weil, guck mal, hier gibt es halt auch diese Honig, diese Bienenlarven. Erstmal ein Stempel, Hyanisch S. Geil. Das ist natürlich wundervoll. Ein bisschen Money gibt es hier. Noch mal mehr Money. So, und dann, ups. Zack. Ups. Schild mal alle. So, gut. Und jetzt kann ich einfach mal mit einer Flasche. Ich hab gar keine Fäden mehr. Scheiße. Kann ich schon mit der Flasche. Mach ich einfach mal. Komm. Hol ich einfach mal, ja, zweimal Bienenlarven voll. Oh, Mensch, ey. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Mein Mitbewohner macht gerade in der Küche irgendwie ein bisschen Lärm. Ich hoffe, das hört man nicht so doll. Das ist wirklich ziemlich laut. Naja. Ansonsten haben wir jetzt zweimal die Bienenlarven, zweimal 10, um genauer zu sein. Und ja, warum nicht? Ich mache jetzt einfach mal die Angel. Wie war denn das? Da muss man einfach... Zack, benutzen, ne? Genau, jetzt habe ich eine an der Angel. Jetzt bin ich mal gespannt. Los geht's! Das müssen... Ja, das sind alle diese hier vorne sind sie. Seht ihr das? Hyrule-Grundel. Das sind definitiv diese Hyrule-Grundels. Geil! Eine Hyrule-Grundel. Bei Angeln gilt dieser Fisch schon fast als legendär. Und ich habe eine ganze Höhle davon gefunden. Geil. Ja, jetzt habe ich ja ein Fangbuch, ne? Und mal gucken, jetzt haben wir hier die Grünkieme und die Hyrule-Grundel. Ja, voll cool. So, pass auf. Dann gehe ich jetzt mal noch auf die andere Seite, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Denn wir sehen hier auch noch andere Fische. Davon fange ich mal einfach ein. Und gucke, das sind doch keine Grünkieme, oder? Das sieht aus wie ein Hyrule-Barsch, oder? Oder doch, das sind Grünkiemen. Ups, ist voll runtergegangen. So. Kommt mal her, ihr Fischis. Aber die Hyrule-Grundel, die rasten auch voll aus. So, mal gucken, was wird das für einer. Hier, der Arm schon wieder hier mit dem komischen Gelenk da. So, zack. Ach, doch eine Grünkieme. Na, ich muss mal gucken. Ich denke mal im Angel... Oh, bisher der größte der Art. Cool. Es gibt noch den Ordon-Wels. Den kann man halt irgendwie nur in Ordon fangen. Aber wie man diesen Zaun wegkriegt, weiß ich jetzt gar nicht. Dann gibt's noch den Hyrule-Barsch. Eine Dunstforelle gibt's, die kriegen wir auch bald. Naja, lass uns erstmal rausgehen. Hey, was gab's denn noch alles für Fische? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich habe die Fische auch nie vervollständigt. Ich habe auch nie im Anglerteich alle Fische gefangen. Aber das würde ich schon gerne mal machen. So, ich schau mal hier lang. Was hier noch ist, aber nee, ich glaube, ich muss hier nicht weiter. Nee. Ich warp mich mal direkt zur Hyrule-Stadt. Gucke dann, also ich mache jetzt erstmal das coole Minigame und gehe dann mal nach Süden. Wobei eigentlich, ist das nicht sogar von hier aus? Ich glaube, mal hier ist ja Kakariko. Ne, hier ist Kakariko. Wo war nochmal Kakariko? Das Tal und so. Ich glaube von hier aus. Ah, ja. Hier war nämlich auch nochmal ein Gorone von der Quest, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich port mich jetzt erstmal hier hin. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Wir wollen erstmal weiterkommen und gucken. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach lang. Und Chaggy Waggy
was hier so passiert. So, erstmal Ebene von Hyrule, ne, Freunde? Mit geiler Mucke. So, ja, hier ist sonst weiter nichts, oder? Nee, da war auch nichts. Ich habe gerade irgendwie so ein Herzteil irgendwie. Und jetzt, wo bist du? Oh, ganz schnell wieder zurückgewandelt. Der Postbote, hallo, ne? Hallo Nils, ich habe Post für dich. Hier steht Absender Thelma, sagt dir das was? Thelma? Einfach nur einmal Post von Thelma bekommen, so. Ja, ich bin ja noch nirgendwo im freien Gebiet rumgerannt, deswegen ist es ein bisschen, also die Post konnte mich schlecht erreichen. Aber jetzt, was ist denn was ist denn hier los? Dringend, oh shit. Hallo Nils, im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst, meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also, lass dich nicht zu lange warten, wir treffen uns im Wirtshaus in Heilbustadt. Alles klar, dann ist der nächste Ziel schon fast besiegelt, ne? Aber bevor ich dahin gehe, werde ich jetzt definitiv einmal, noch einen Abstecher zum Zirkus machen, ja, zum Zirkuszelt. Und dann besuche ich auch nochmal die liebe Agneta, um mir so einfach 200 Rubine nochmal abzuholen. Dass ich schön viel Kohle habe, um sie nochmal zu spenden für die Eldin-Brücke, dass die repariert ist. Das ist nämlich ganz wichtig. Jetzt muss ich muss sowieso zuerst die Brücke reparieren. Und dann, wenn die repariert ist, dann geht's weiter mit Questing. Deswegen zuerst die. Oh, ach, wir waren ja noch nie drin, ne? Genau. Wie er aussieht. Was geht hier ab? Oha. Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Haha. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört. Hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Und ja, die Buchstaben S-T-A-R leuchten dann grün und symbolisieren Star. Ist doch ein netter Name, oder? Also was ist? Sei kein Trauerklos. Für lumpige 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Na klar. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Ja, das Spiel müsste ich eigentlich schaffen können, oder? So, ich werde mal ganz schnell direkt den Greifhaken ausrüsten, denn das Ding schafft man nur mit dem Greifhaken. So, zack. Zack, da hoch. Dann, hier rüber. Oh, fuck. Ja, es ist vielleicht doch schon ein bisschen her. Ah, Link, nicht. Fuck. Ganz schnell. Komm schon. Oh, wie knapp. Es war doch schon sehr knapp, muss ich sagen, aber ich hab's geschafft. Unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitteschön. Yeah, der große Pfeilköcher. Und jetzt können wir 60 Rubine tragen. Nicht Rubine, Pfeile. Geil. Also gut, der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst. Als besonderer Service für echte Stars. Das sollst du nicht entgehen lassen, ein echter Knaller. Daran wirst du dir die Zähne ausbeißen. Ja, der Typ, ey. Ja, und das wusste ich gar nicht, aber habe ich durch den lieben Marcel erfahren. Aber ist ja ganz logisch. Das ist so ein bisschen hier, Tingle gibt's ja nicht, aber ihr kennt ja den guten Tingle von Majora's Mask und Wind Waker. Und das hier soll ein bisschen den Tingle darstellen, ja. Er hat halt auch diese rote Hose und so grüne Klamotten. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Typ, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Und der soll halt so ein bisschen den Tingle darstellen. Habe ich eigentlich auch früher nie drüber nachgedacht, aber ist tatsächlich so. Ja, voll cool, wie schön das hier designt ist. Überall sieht man hier diese Requisiten, wenn die hier ihre Zirkusshow machen. Und hier unsere Fans, die Mädels. Moment mal, die gucken wir uns jetzt nochmal. Ich hoffe, wir können ranzoomen. Weil, genau, jetzt sind sie da. Wahnsinn, da ist er, ja. Und normalerweise würden die jetzt voll Herzen droppen, machen sie aber nicht. Dann guckt sie euch mal an. Voll rot, blau und grün. Sind so ein bisschen Din, Nairo und Farore. Oder? Kann es sein? Ja, voll süß. Spitze, gesprochen, ja. Man kriegt doch Herzen. Wie cool. Ja. Oh, danke, Mann. Ach, es ist nicht schön, Fans zu haben. Aber voll cool, man kriegt einfach hier im hellen Modus auch Herzen von denen. Das ist ja geil. Also, ich werde jetzt nochmal zu Agneta. Ist das klar? Ich warne dich noch ein letztes Mal. Ich mag doch Insekten. Was willst du denn? Außer Spinnen. Die sind eklig.
Ich habe jetzt nicht so eine Phobie wie manche andere Leute, aber Spinnen sind irgendwie einfach ekelhafte Wesen. Ich traue mich auch nicht, die anzufassen. Früher als Kind hat man die irgendwie angefasst und Beine ausgerissen und sonst was. Auch voll brutal. Aber jetzt finde ich Spinnen total eklig. Guckt euch halt mal an, das ist voll... gruselig. Hallöchen. Na, kann ich helfen? Na klar, ich gebe dir 2 Insekten. Ne? Ich gebe dir einfach mal die beiden Libellen, die wir kürzlich geholt haben. So, die quatschen immer bei beiden dasselbe, deswegen gebe ich das erste ab und kriege jetzt mal ein Fuffi, geil. Und gebe ihr jetzt nochmal schnell den Partner. Ja, du kannst mir helfen. Guck mal, ich habe hier doch die süße Libelle für dich. So. Na, aber du, Libelle weiblich, bist du es wirklich? Na, die Libelle, wenn mich jemand aus so vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz... Na, danke, ich bin so glücklich. Jetzt bekomme ich erstmal 100 Rubies, geil. Ich weiß ja nicht mehr, wo der Rest der ganzen Insekten war. Ein bisschen traurig, oder? Naja, lass uns rausgehen. Jetzt kommt bestimmt wieder... Oh nee, kommt doch nicht. Ich hätte ehrlich gesagt... Ich hätte gedacht, jetzt kommt... Ich weiß ja schon, auf welche hast. Aber vielleicht denkst du dich, ja, einmal, dann hat er es kapiert. So, dann gehen wir mal hier lang. Nach Süden aus der City raus. Denn hier ist ja der Wolf. Da können wir noch schön den Skill erlernen. Ebene von Hyrule. Und hier müssten die Schmetterlinge sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ach, wie geil das hier ist. Und guckt euch mal an, hier ist voll so eine Kiste, wo man kaum rankommt. Aber später findet man noch eine Möglichkeit, da hinzukommen. An sich ist das hier so geil designt. War nicht sogar hier irgendwo schon der Schmetterling? Also der erste? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber scheint nicht so zu sein. Ach, das ist ja Agneta. Hallo? Im Moment habe ich 4 Insekten in meinem Schloss. Nur noch 20 Insekten, also bis alle 24 beisammen sind. Und versuche auch Partner für diejenigen zu finden. Ja. Und Gorone, was ist mit dir los? Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem mir die anderen Goronen berichtet haben? Aber schau dir nur mal diesen Felsen hier an. Ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat? Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinken könnte und wir zu Kräften kommen würden, dann könnte ich diesen Felsen mit im Nuke beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, bring's mir ruhig, ja? Alles klar, gut zu wissen. Aber im Moment habe ich keinen, sorry. Ich überlege gerade, wo der Schmetterling war. Hier, wenn man diese Krähen da killt, dann gibt's auch voll massig Geld. Ach, könnte ich ja auch einfach eben mal, oder? Ich meine, warum nicht? Ups, yeah. Das sollte eventuell... Oder das wird wahrscheinlich schwerer als... Boah, two of a kind! Zack. Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Zack. Zack. Ups. Denn die Steuerung ist irgendwie nicht so schön flüssig und toll wie in einem Ego-Shooter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Aber egal. Der letzte. Ups. Zack, geil. Tod und... Money. Wow. Gefährlich. Habe ich da gerade den Schmetterling fliegen hören und sehen? Ach ja, hier ist er doch. Guck mal. Ach. Das ist doch ja nicht der Schmetterling. Oder? Was ist das für ein Vieh jetzt? Stirb erstmal. So, was ist denn bitte? Ach, der Marienkäfer. Dann waren hier die Marienkäfer. Und was ist hier oben versteckt? Das interessiert mich jetzt aber auch. Ich habe gerade so viele Pfeile verschwendet, ey. Naja, egal. Oder das sieht aber verdächtig aus. Aha. Was haben wir denn hier? Vor allem einfach immer hochklettern in so eine Höhle und jetzt sind wir hier wahrscheinlich in so einer riesigen Höhle. Oh. Oh. Ich glaube, die kill ich mal einmal. Aua. Fuck. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe schon wieder so viel... Nein. Aua. Ich habe da schon wieder so viel Schaden. Aua. So, alle down und? Kommt dein Schatz? Ja, wahrscheinlich wie, ja, bestimmt wie ein Stempel, oder? Na, aber sicher. Ich gehe davon aus. Sind hier schon wieder Hyrule-Gründe? Ich weiß es jetzt ja nicht. Ich angel einfach mal, ja? So. Hier haben wir bestimmt ist hier ein Stempel.
Ach, was? 100 Rubine? Geil, auch cool. So, und dann komm, lass einfach mal angeln. Und da sind das Barsche? Die Grünkiemen. Oh, tatsächlich, irgendwie Hecht oder Barsch oder sowas haben wir hier. Amsel, Drossel, Fink und Hecht. Oder sowas. Und so weiter. Ja, will ich doch die Hechte haben, Alter. Ja, da kommen sie doch direkt, geil. Zack, Alter, komm her, ja, ja. Geil. Ein Hylia-Hecht. Zurzeit soll dieser Fisch ja sehr beliebt sein. Geil. Ich mach mir das Buch voll, ey, bei Eisenhöhlen. Ansonsten hier wieder Grünkiemen. Ich denke mal, das ist echt höhlenabhängig. Hast du halt immer die Grünkiemen und noch irgendwas anderes. Hier war jetzt der Hecht, dann kommt noch irgendwo der Barsch und dann haben wir ja die Grundel, haben wir schon gehabt. Die Gundula. Aber jetzt, liebe Leute, würde ich sagen, mache ich Schluss. Beende den Part. Denn wir sind schon wieder, ja, wir sind schon wieder am Ende. Ah! Hilfe! Aber warte mal, ganz kurz noch. Der Marienkäfer, der war jetzt hier und der zweite, der muss. Wenn, also das waren echt Marienkäfer. Dann bin ich mir eigentlich sicher, dass der zweite hier irgendwo war. Dann waren es nicht die Schmetterlinge, sondern die Marienkäfer. Ich höre ihn. Der ist hier irgendwo. Und den Wolf haben wir auch schon gesehen. Ach, da ist er. Komm her hier. Komm her. Hey. Komm her, Mann. Ich bin noch lieb. Ja, da ist er. Marienkäfer weiblich. Geil. Ach, und komm, als goldenen Abschluss für den Part, Leute, gehe ich nochmal schnell zum Wolf, oder? Als goldenen, super lange Dings der Part. Oder, ach nee, das machen wir im nächsten Part, aber vorher gucke ich noch einmal schnell hier lang. Okay, hier kann ich noch keinen Schatz holen, denn ich glaube, da war ein Herzteil. Und hier in dieser wunderschönen Klippe machen wir Schluss, würde ich sagen. Wo man schön den Hylia-See beobachten kann. Ich glaube, man kann ja einfach runterjumpen und dann kommt man wirklich zum Hylia-See. Naja, Freunde. Auf jeden Fall hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Zelda Twilight Princess HD. Tschüssi.